Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, ihr habt es gelesen. Ihr wisst schon wieder mehr als wir. Aber Detailtiefe gibt's wann? Nach dem Intro. Ja, wir sind wieder unterwegs, sind gerade in Schulenberg im Oberharz. Das ist schön auf jeden Fall. Genau. Und warten. Genau. Aber auf wen warten wir denn? Das ist nicht so schön. Wir warten nämlich auf den, die meistens gelb sind. Auf den gelben Engel, ADAC. Genau. Was heißt meistens gelb? Die sind gelb. So, die sind immer gelb. Also ja. Wenn, also die gelben Engel. Und wieso warten wir auf die? Tja, eben hier bergauf. Nee, war nicht mal bergauf. Ach nee, war noch nicht mal. Unten in Oka ist das passiert auf einmal. Richtig, genau, stimmt. Wir sind gerade um die Kurve rumgefahren und ja, wieder, sage ich mal, gerade angefahren und plötzlich pieps, Motor kontrollieren lassen. Also Motorkontrollleuchte ist angegangen. Und ja, dann sind wir im Prinzip hier weiter raufgefahren zum Stellplatz, weil wir halt dann gesagt haben, naja, zum Stellplatz wenigstens noch hin und dann gucken wir mal, rufen wir mal den ADAC an. Und während ich hier raufgefahren bin, ist mir noch aufgefallen, dass der Wagen leicht schwarzen Rauch aus dem Auspuff jagt. Also, ja, müssen wir mal gucken, was es wird, ne? Beziehungsweise jagt es. Hat es nicht die ganze Zeit gemacht. Am Schluss ja, nicht mehr. Genau. Wir wissen, es stand jetzt nicht, was sein kann. Es kann viele Möglichkeiten sein. Und welche es sein wird, werden wir sehen, wenn hoffentlich der ADAC das auslesen kann. Genau. Weil vor einem Jahr oder über einem Jahr, wo wir das Problem mit dem Partikelsensor hatten, konnten die es nicht, weil das irgendwie das Auto noch zu neu war. Oder ja, der hatte mir irgendwie gesagt, ja, die haben noch nicht das neue Update da drauf und da konnte er die neuen Fahrzeuge von Fiat noch nicht auslesen. Aber es gibt ja mittlerweile schon neuere Fiat-Fahrzeuge, also wir fahren ja den Ducato 7 noch. Genau. Also es gibt ja den Ducato 8 und wir hoffen, dass der uns da ein bisschen was erklären kann, dazu sagen kann. Vielleicht kann das im Optimalfall hier ja auch schon irgendwas, weiß ich nicht, einen Stecker wieder aufstecken oder sowas. Das wäre natürlich das Schönste. Ja, wir werden uns überraschen lassen. Jetzt heißt es warten und ja, dann melden wir uns wieder, wenn der ADAC da war. Genau. So, ganz frisch aufnehmen, weil sonst vergessen wir es wieder und gerade sind unsere Aggressionen sehr hoch und deshalb können wir es jetzt machen. Wenn ihr lernt, seht ihr mal, wie emotional wir auch reagieren können und nicht immer alles nett und freundlich sehen. Tja, die Game Engel, meine Fresse. Habe ich so noch nicht erlebt. Solche und es gibt dann ganz besondere. Naja, ich versuche immer mal eine Reflexion zu machen. Ich weiß, wie mein Mann ist, weil er halt Ahnung hat und er will da unterstützen, könnte jetzt für jemanden sein, der hierher kommt und ungefähr oh, so ein Klugscheißer, der alles besser weiß. Ich will meinen Job machen. Er hat aber, und weil ich als dritte Person da war, der null Ahnung hat, außer von IT, aber in dem Bereich nicht, das war schon ein bisschen von den netten Herren von den Gelben Engeln. Der kam mit seinem Gerät nicht klar, Feierabend. Kam so mit seinem Gerät nicht klar. Sorry. Und was wieder schön ist, und vielleicht lernen wir selber mal draus, weil wir haben den ADAC angerufen und jetzt das zweite Mal, dass der ADAC irgendwie nicht ins Fiat-System reingekommen ist. Hat er gesagt. Er hat aber den Fehler jetzt auch ausgelesen. Illegalerweise, was auch immer, keine Ahnung, schreibt er in irgendein Protokoll rein. Keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Also diese Aussagen waren so zweideutig, ich habe es ja, nicht verstanden. Ja, das ist alles interessant. Wenn ich da nicht reinkomme, dann kann ich auch nichts auslesen, aber er hat was ausgelesen. Und was hat er ausgelesen? Den Rußpartikelsensor. Komisch. Ta-ta. Den haben wir ja schon mal getauscht. Zum zweiten Mal, ich habe es ja schon mal hören sollen, gehört, dass das schon mal, dass das sowas tatsächlich vorkommt, dass so ein Sensor nochmal ausfällt. Jetzt sind wir gespannt, weil eine Abonnentin, eine Zuschauerin hatte uns angefragt, weil sie Probleme hat mit dem Rußpartikelsensor. Den haben wir dann unser Autohaus gesagt, wo wir es gemacht haben, weil da haben wir es relativ schnell bekommen, aber es war zu einer anderen Zeit. Das kann jetzt eine interessante Zeit werden. Das heißt, wir werden dieses Video, ihr werdet sehen, dass unsere Klamotten sich andauernd ändern, weil wir Stück für Stück jetzt dieses Video aufzeichnen werden, um zu gucken, was es am Ende ist. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche in der Werkstatt anrufen, Termin vereinbaren, denen sagen, dass ADAC ausgelesen hat, wieder Rußpartikelfiltersensor und dass sie sich das angucken müssen. Genau, weil die kommen ja anscheinend rein.
Richtig. Und vielleicht kommt ja wie beim letzten Mal, nach 50 Kilometern kommt das Ding wieder. Das heißt, wenn wir zu Hause sind, sollte die Lampe wieder an sein. Schauen wir Wir einfach lassen mal. uns überraschen, weil jetzt hat er den Fehler gelöscht auf jeden Fall. Das konnte er ja Genau. komischerweise, obwohl er nicht ins System reingekommen ist, Ja, konnte er machen. deswegen, diese Aussagen waren ein bisschen Und merkwürdig. sollte der Fehler nochmal jetzt früher kommen, bevor wir unterwegs sind, weil wir fahren morgen relativ vielleicht gegen Mittag los oder gegen, wir müssen ja schauen, wann wir, also wir werden nicht im Dunkeln morgen nach Hause fahren. Nein. Kann es sein, oder vielleicht sollten wir es einfach mal machen, Fiat Assistance anrufen und da mal sagen, Entschuldigung, Motorkontrollleuchte, Rußpartikelsensor, ob die eine Lösung haben. Wenn die dann sagen, fahrt einfach weiter bis zur Werkstatt, das ist kein Problem, dann werden wir das natürlich machen, aber kann natürlich sein, dass sie was anderes haben. Das ist jetzt auf jeden Fall Plan F wie Fiat Assistance. Das wollen wir euch jetzt gesagt haben. Aktueller Stand, wahrscheinlich Rußpartikelfiltersensor, die zweite. Und ja, jetzt würde ich sagen, morgen schauen wir mal und dann melden wir uns wieder, wenn wir einen neuen Sachstand haben. Also nicht im nächsten Video Nein. auf unserem Kanal, sondern wenn wir einen neuen Sachstand haben. Also geht's Und jetzt hier gleich weiter für euch. für euch geht es gleich weiter und wir waschen jetzt einfach erstmal ab. Das müssen wir noch machen. Richtig, also. Neuer Tag, fast schon neue Woche, denn es ist jetzt eine Woche her, dass wir ja Probleme mit dem Sensor hatten, Ja. mit der Fehlermeldung. Spannende Sache auf jeden Fall. Jetzt können wir sagen, der ADAC hat er den wie auch immer, weil er kam ja eigentlich nicht ins System rein, hat er den Fehler gelöscht und wir sind dann über 80 Kilometer gefahren. Und er bleibt auch aus. Das Einzige, was unterwegs war, das war sehr spannend. Ich habe die Autobahn dann zugenebelt. Das ist Das hat also. er einmal so richtig schön weiße Rauchwolken rausgejagt. Wir haben also einen neuen Papst. Ja, aber Da schauen wir mal, was jetzt passiert. Auf seitdem jeden. aber ist es auch nichts mehr großartig gewesen, muss man auch sagen. Genau, wir sind gestern nochmal einkaufen gefahren. Für ein neues Video, was ihr eher sehen werdet, wahrscheinlich als dieses Video. Ja. Und da sind wir nochmal gefahren. Nix. War jetzt keine Rauchentwicklung. Wie gesagt, der Fehler springt immer noch nicht an. Auf Nö. jeden Fall haben wir morgen einen Termin in der Fiat-Werkstatt. Wir hoffen natürlich, dass der Fehler nochmal auftaucht, weil sonst wird das wieder eine elendlange Untersuchung. Genau, morgen ist natürlich Montag. Ja, morgen ist Montag, heute ist Sonntag. Auf jeden Fall. Es hat über eine Woche gedauert, da natürlich auch einen Termin zu bekommen. Ja, aber Ja. das ist ja auch normal. Das ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall lassen wir uns jetzt überraschen. Das ist der nächste Zwischenstand. Ja. Und Informationen gibt es dann, wenn wir den Wagen wieder von der Werkstatt holen. Also vielleicht so in 2, 3 Tagen. So, das wird erstmal gewesen sein. Wir haben uns wieder umgezogen. Das heißt, es sind einige Tage jetzt hinter uns. Haben wir euch das letzte Mal erzählt, dass wir den Wagen in die Werkstatt gebracht, also bringen werden. Da war er auch. Und ja, was soll man jetzt sagen, ne? Also wir sitzen zumindest in unserem Auto, das kann man schon sagen. Ja, und sind auch auf Natur, so ist es auch nicht. Aber was sagt denn der Werkstattmeister? Was hat er jetzt erzählt? Also erstmal hat er nichts, haben sie nichts gefunden, weil Fehler ist nicht wieder aufgetreten. Yay. Genau, so. Der Wagen hat gequalmt, das wissen wir. Der Wagen hatte einen Motorfehlercode. Wir wissen auch, dass er ja diese Lambda-Sonden oder Partikelfiltersensor, nimm Partikelfiltersensor, diesen genau. Begriff bitte. Und auf jeden Fall beim Hinbringen hatte er schon gesagt, dass er sich wahrscheinlich freigebrannt hat. Nachdem der Fehlercode gelöscht wurde, hat er sich freigebrannt und dadurch ist das Ganze dann so passiert, dass da ordentlich Qualm rausgekommen Also er hat ist. so gesagt, dass wahrscheinlich sich ein paar Partikel auf diesen Sensor gesetzt haben. Genau. Deshalb ist der angesprungen und hat gesagt, bitte Motor kontrollieren lassen. Der ist sehr, sehr empfindlich, dieser Partikel, also dieser Sensor. Und das Schöne ist, ihr habt davon 4 Stück. Ja. Das heißt, vierfache Chance auf irgendwelche empfindlichen Problemchen, Bauteil, Fehler, wie auch immer. Ist sehr, sehr häufig vertreten. Wisst ihr, glaube ich, selber. Müssen wir euch nicht erzählen. Uns war halt das Irritierende, weil wir hatten ja diesen Partikelfiltersensor schon mal, dieses Problem, aber da hat er diese Qualmsachen alles nicht dazu gehabt. Richtig. Und das war das, wo wir gedacht haben, was ist denn jetzt los? Erst der Fehler, dann, wie gesagt, die Autobahn war in extremem Nebel verhüllt, also im Rauch. Ja, da kam richtig weißer Qualm raus und eine richtige weiße Wolke. Also das war kein Wasserdampf oder sowas, sondern das war einmal ein richtig weißer Rauch. Als wenn irgendwas
Und da machst du natürlich verbrannt ist oder genau, was auch und da immer. machst du dann natürlich deine Gedanken. Okay, das, was der Werkstattmeister uns erzählt hat, ist dann von der Logik her, kann man dann irgendwie nachvollziehen? Ja. Ist aber komisch, warum das Fiat so macht. Auf jeden Fall, jetzt sind wir fast über, ich würde schon sagen, 250 Kilometer wieder gefahren. Also der Fehler ist nicht einmal aufgetreten seither. Er hat jetzt eine kleine Paranoia, weil er jetzt immer wieder in den Rückspiegel guckt. Ja, genau, weil ich gucke jetzt immer wieder, ist noch wieder eine Qualmwolke und so weiter. Ja, es ist ab und zu mal, dass es so ein bisschen so wie rausrußen, sage ich mal, so eine schwarze Rußwolke da rauskommt. Aber was soll ich sagen, ist jetzt nicht so dolle oder so. Das ist nur beim Anfahren mal gewesen, aber auch nicht immer. Also eher selten. Wir beobachten das auf jeden Fall. Ich habe mit dem Werkstattmeister auf jeden Fall gesagt, dass ich so ein bisschen die Schnauze voll habe. Aber dazu gleich mehr. Gesagt, getan. Ich habe zum Werkstattmeister gesagt, so, ich habe jetzt ein bisschen die Nase voll und habe mir jetzt ein Lesegerät gekauft, Diagnose, also ein Tester. Auch das, was die Autodoktoren empfehlen, dieses Gerät. Zeig's ruhig in die Kamera. Genau. Ist doch selbst bezahlt. Genau. Wir werden nicht gesponsert davon. Ach. Kleiner Moment. Versucht jetzt eine Verbindung aufzubauen, weil der Dongle ist jetzt natürlich nicht drin. Ich kann ja mal bei mir reinchecken. Ja. Da kommen aber bestimmt viele Fehler genau. rein. Also das Gerät. Und es ist ja so, wenn man das Ding löscht, dann kann es nämlich durchaus sein, dass der Partikel, der sich vor den Sensor gesetzt hat, dann durch das Freibrennen, weil er dann ja vielleicht den Freibrennprozess wieder erlangt, wieder angeht. So, und der Werkstattmeister sagte auch, das Problem ist bei dem ganzen System, wenn er einen Fehler gesetzt hat, hat er den Fehler gesetzt, aber er setzt ihn dann nicht mehr, dass er nochmal prüft, ob er denn noch vorhanden ist. Und ja, das kann man mit dem Tester auf jeden Fall dann im Prinzip so abschalten. Das heißt, wenn man eine Tour im Urlaub ist und so weiter, dann wird es ja nicht gleich immer wieder in die Werkstatt rennen für so einen Quatsch. Also kannst du den Fehler nochmal löschen und dann guckst du, ob der einfach wieder auftaucht. Wenn er natürlich dann wieder auftaucht, dann muss es mal natürlich in der Werkstatt, dann muss das natürlich geprüft werden. Aber zumindest so weit, dass das Ganze erstmal so funktioniert, dass man das, dass das System sich wieder neu testet, so haben wir jetzt gesagt, machen wir das mit dem Tester. Genau, damit wir einfach, weil wir haben eine schöne Tour vor uns jetzt, Ende Dezember, Anfang Januar und da wollen wir einfach jetzt hier keine Sachen haben. Wir haben also Fiat Assistance noch nicht ausprobiert. Nein. Idealerweise müssen wir es auch nicht mehr ausprobieren. Wir wissen aber, den ADAC selber werden wir zu unserem Fiat Ducato nicht nochmal rufen. Das macht einfach keinen Sinn, weil die können eh nichts anderes als das, was wir machen können zukünftig, nämlich auslesen. Ja, genau, und den Fehler zurücksetzen. Und dann ist es besser, dann meldet man sich gleich mit Fiat Assistance, weil man muss dazu sagen, dass wirklich Fiat da irgendwie so kodiert, dass einige Sachen, also Bosch und etc., diese ganzen Auslesegeräte teilweise Probleme haben, da reinzukommen. Ja, genau. Und ich habe jetzt ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Der Tester sollte ein bisschen mehr umfassen, also auch irgendwie zurücksetzen von Reifendrucksensoren und so weiter. Also man kann so ein paar Sachen diagnosemäßig nicht nur machen, sondern auch steuerungstechnisch, also auch sogar den Partikelfilter freibrennen lassen. Das geht auch darüber. Ja. Aber da sollte man sich ein bisschen mit auskennen. Genau, da muss ich noch ein bisschen mit lernen, das auf jeden Fall. Und dazu wird es wahrscheinlich dann auch nochmal ein Video geben, wo wir das Ding mal explizit vorstellen. Genau, weil den gibt es auch in verschiedenen Preisklassen. Also teilweise gibt es auch welche günstiger, weil der hat jetzt knappe 600 Euro gekostet. Ne? Ja. Und den gibt es auch günstiger, der halt auch nur den Fehler auslesen soll. Eine Sache will ich noch erwähnen, wir haben jetzt trotzdem einen Wintercheck machen lassen, ob alles dann noch in Ordnung ist, ne? Öl und so weiter und so fort. Also da ist alles prima, da ist alles tippitoppi. Ja, Kühlflüssigkeit ist in Ordnung. Ja, genau, also es gibt halt wirklich keine Probleme hier mit dem Auto. Das so ist es zumindest. War der auf jeden Fall ein großer, großer Schock. Ja, das auf jeden Fall. Das Thumbnail hat euch vielleicht erschreckt. Motorschaden. Ehrlich gesagt, durch diese Qualmwolke, das kennt man ja dadurch, deshalb ist man davon aus, denkt man erstmal an das Schlimmste und ist froh, wenn es vielleicht nicht so weit kommt. Wir haben jetzt euch die Etappen einfach erzählt, wie gesagt, ADAC, wie gesagt, und auch, oh Gott, AVD oder ADV, Automobilverband, AVD ist das. Die werden euch alle da nicht wirklich helfen können. Es gibt Fiat Assistance, dafür
hat das auch Karthago und auch alle anderen, gibt das ja an, sollte man dann auf jeden Fall mal ausnutzen. Ob die euch da in dem Moment weiterhelfen können, weiß man natürlich auch nicht, das ist klar. Ja, aber die werden euch auf jeden Fall zu einer Werkstatt dann bringen und dann wird man sehen. Mhm. Wir lassen uns jetzt überraschen, haben viele Kilometer auf jeden Fall noch vor uns. Ja. So 3.000 bis 4.000 Kilometer und wir hoffen einfach, dass alles gut geht. Genau, und wenn, haben wir jetzt den Longe dabei. Jo. Das soll es gewesen sein. Kleines Update, was wir jetzt hier schon wieder so erlebt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder. Plus, kein Bashing auf Malibu, weil Malibu kann da nichts dafür. Beim letzten Mal haben wir irgendwie eine Schelte bekommen, dass wir Malibu da gesagt haben. Außer, naja, dass Malibu gut. Immer noch nur den Fiat anbietet. Noch kein Citroën und keine anderen Marken. Vielleicht, mal gucken. Ich freue mich irgendwann, wenn ich mal sehe, obwohl wir einen Malibu auf Mercedes-Basis sehen. Vielleicht auch Ford. Das Wer weiß. Das wäre mal interessant. Aber wie gesagt. Alle haben so Probleme, also von daher, ich glaube, das kennen auch alle. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.